So. Jetzt haben wir hier noch was. Das habe ich vorhin ganz übersehen. Und dann können wir da unten endlich die Hauptquest weitermachen. Mann, Mann, Mann. Okay, uns fehlen insgesamt auch nur noch 2 Artefakte und 3 Reichtümer. Dann sind wir... Oh, Jan, 19 Stunden? Jan, vielen, vielen Dank. Dankeschön für dein Follow. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen in der Kuchentheke. Ich glaube, ich ziehe das mal durch. Das wird so ein Ding für 2021. Wir bauen uns unsere Kuchentheke auf. Ganz schön langer Stream. Das ist der Vorteil, wenn man Urlaub hat. Eva, kannst du bitte mal anständig laufen? Danke. Der Vorteil ist, wenn ich Urlaub habe, dann kann ich halt schön lange zocken. Und schön lange mit euch quatschen. Wenn ich arbeite, dann muss ich halt unter der Woche mal gucken, wie es so läuft. Aber ich bin eigentlich ein Freund davon, so richtig lange Zocker-Sessions zu machen. Ich liebe das. Ach, hier lauert toll verfluchtes Verderben. Ja, ich merke das schon. Komme ich hier irgendwie auf den Baum hoch? Kann ich das da reinwerfen? Ach Mann, ich bin so dumm. Okay, jetzt brenne ich. Juhu. Warte mal. Nein, 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 nein. Eva, geh da hoch. Das hatten wir doch gerade schon, das Spiel. Ja, toll. Warte. Boah, ey, boah. Bleib doch einfach mal da am Ende stehen. Ich will mal gucken, ob ich das so machen kann. Hier irgendwie drauf klettern. Dann machen wir das Ganze noch so. Oh, Eivor. Wirklich? Das wird so nix. Wie? Irgendwie hochklettern. Dass du dich da draufhockst oder so, Eva? Kannst du dich da irgendwie... Was ist denn das hier? Oh Gott.
Holy shit. Okay, das war ja ätzend. Jo, dann können wir jetzt aber hier runter. Ein wenig. Wassermarsch, sehr gerne. Wo ich sie gerade so am Chat Punkte sehe, wie geht es den Meris? Sehr gut. Warte. Den Meris da. Ah, wenn dann die Cam funktioniert. Sekunde. X, V. Und einmal neu laden. Da. Da sind sie, die beiden Kleinen. Da sind sie. Also denen geht's sehr gut. Die kriegen morgen einmal den Käfig sauber gemacht und dann sind sie auch wieder glücklich. Ich hatte da heute nur irgendwie keinen Nerv zu. Also wird heute noch ein bisschen gezockt. Bis ich müde bin. Dann hast du noch gesagt, du machst das nicht, weil ich am Arbeiten war. Ja, das auch. Schnuggis, ich sehe, es geht Ihnen flauschig. Richtig, denen geht's richtig flauschig. Stimmt, ich hatte dem Hausmeister gesagt, weil er am Arbeiten ist, mache ich die nicht sauber, weil er kriegt immer, wenn er dann im selben Raum ist, so dicke Augen. Ist nicht so gut. Nee, denen geht's gut. Boop. Okay, wo muss ich hin? Dahin. Einfach geradeaus. Sei meine Augen. Die sind ja süß. Wie ich? Mhm. danke. Die werden sofort angreifen. Ich finde das immer wieder erstaunlich, dass man mich in meinem Alter immer noch süß nennen kann. Also wenn mein Mann das sagt, dann ja, aber... Hm. Heute regnet es aber Komplimente. Ja, ich weiß auch nicht, was los ist. Ich habe heute so viele nette Worte gekriegt. So, auch als Dankeschön für das Jahr von den Leuten, die schon länger dabei sind. Ich habe ein... Nicht nur ein kleines, ich habe ein großes Dankeschön-Paket gekriegt. So mit Süßigkeiten und so ein paar lustigen Sachen. Auch total lieb und nett. Ich weiß nicht, was heute los ist. Muss an Weihnachten liegen. Ja, es kann sein. Spaß beiseite, du siehst deutlich jünger aus, als du bist. Und sympathisch obendrauf. Danke. Vielleicht liegt das mit dem jünger Aussehen daran, dass ich mir nicht eine halbe Tonne Make-up ins Gesicht schmiere, bevor ich mich vor die Kamera setze. Und ich habe ein Weichzeichner auf der Kamera. Das könnte auch daran liegen. Nini. Warte. Danke. Der Weichzeichner tut einiges, ja. Hm. Wo muss ich jetzt hin? Einfach geradeaus weiter. Überrumpelt, ja, richtig. Bam. Das könnte heiß sein. Heiß? Nein, ich hab zu sehr eingeatmet. Ich find's perfekt. Sauerkraut. Hausmeisterfütterung, ja. Ja, ich musste gerade probieren, ob das Sauerkraut für morgen dann gut so ist. Weil wir machen ja im kleinen Kreis Corona. Nein.
Was gibt's denn morgen? Morgen gibt's Weihnachtsessen, was es normalerweise bei meiner Familie gibt. Und zwar heißt das... Gucken wir mal, was es morgen gibt. Ja, mal gucken. Das heißt, wir haben Sauerkraut, Kartoffelpüree, Knacker bzw. Wiener Würstchen und das Ganze in einer, jetzt haltet euch fest, Fisch-Pfefferkuchensoße. Also es ist im Endeffekt eine süße Pfefferkuchensoße mit Soßenlebkuchen, Rosinen, Mandeln, Ja, aber wir warten nur noch. Ja, jetzt kann ich auch nicht mehr. Ich hätte sonst morgen früh einmal. Nee, auf jeden Fall ist das so eine Soße. Oh, falscher Chat. Ja, so schlimm ist es. Häufig. Ich meine, wir haben 100. Wir haben 93 Tode aktuell. Das passt schon mit Rip hier. Gemeinsam schaffen wir das. Also Rip ist hier auch sehr häufig vorhanden. Nicht so häufig wie das Listen-Emote, aber... Wir haben extra ein Meerschwein-Emote mit einer Liste. Da ist so eine Listentante weg. Das Rip galt nicht dir. Ja, wer weiß, vielleicht. Also ich gehe davon aus, dass wir heute noch ein oder zwei Rips bekommen. Rippchen. Eine Freundin aus Amerika meinte gerade, sie wollte gerade von der Mittagspause wieder einstempeln. Oh. Und hat festgestellt, dass sie heute um 3 Arbeitsschluss hat. Und jetzt gerade 3 Uhr ist. Wachen! Lol. Ist dir das so wenig? Bam! König Elfrids Erlass. Ich, Elfrid Rex der Westsachsen, ernenne Tarn. Irgendwas. Elfrids erwählter Aldermann ist ein Tarn namens Tedmund. Abt Kühnebert wird das wissen wollen. Ja, jetzt überleg mal, warum das hier so nach Sauerkraut stinkt. Die Warnglocke! Ja, dann lass die Tür dazu. Sonst riecht unser Schlafzimmer nachher nach Sauerkraut. Jetzt muss sie eine Stunde nachsitzen, weil sie ja Mittag genommen hat. Scheiße. Okay, das ist natürlich... Nee, warte, komm. Komm, wir ziehen hier eben durch. Das ist ja ärgerlich. Oh, sowas hatte ich aber auch schon mal. Aber ein Tick anders, weil bei mir war das so, dass ich zur Arbeit gefahren bin, mich da hingesetzt habe, gearbeitet habe. Und ich bin jemand, ich fange aber sehr früh an, so um 7 ungefähr. Und gegen 8 oder so kamen dann die ersten Kollegen, gucken mich ganz fragend an. Was machst du denn hier? So, arbeiten? Aber du hast Urlaub. Was? Da bin ich immer im Urlaub halt zur Arbeit gegangen. Das war auch nicht so geil. Ach so, Tage, wo ich im Urlaub mal zur Arbeit gegangen bin. Aus Versehen. Au. Ja. Aber vorhin war mir das auch zu kalt. Oh nein. Ja, war halb so wild. Ich habe dann einfach den Urlaub umgebucht und hatte dann einen Tag länger Urlaub hinten weg und hatte vorne weg dann einfach ganz normal gearbeitet. Ich war ja eh schon da insofern. Oh ja. Ja, ich weiß, ich habe Fertigkeitenpunkte. Lass mich. Es regnet. Oh ja. Ah, da fällt mir ein, ich wollte auch noch einer Freundin in Amerika schreiben. Ja. Das ist nämlich so eine Sache, die dieses Jahr echt cool war. Ich habe Kontakt mit meiner alten Austauschschülerin aus New York wieder aufgenommen. Also Corona ist nicht nur scheiße. Oder 2020, sagen wir mal so. 2020 ist nicht nur scheiße. So, das da oben, das ist unten. Kann ich hier irgendwie runter? Erstmal haben wir hier was.
So, die... Oh, 4 Punkte habe ich schon wieder. Also das Leveln geht echt ruckzuck in dem Spiel. Das fällt mir jedes Mal wieder auf. Schlüssel. Besorgte Nachricht. Ich fürchte, ich habe den Schlüssel zum Turm verloren. Ich habe mich in den Überresten umgesehen und als ich zurückkam, war ich ausgesperrt. Hoffentlich finden wir ihn, wenn... Denn der nächste Schlosser ist 2 Tage entfernt. Das ist ja doof. Wo könnte der Schlüssel denn sein? Au. Das ist jetzt sehr doof. Ach, warte mal. Kleine Kiste. Frage ist, ob in den Überresten. Ja. Nein, gerade nicht. Gib mir kurz. Ich will nur eben den Schlüssel finden. Ich habe permanent Kontakt nach drüben über einen Teil. Ich habe damals Final Fantasy zufällig auf dem nordamerikanischen Server angefangen. Ah, okay. Entsprechend viele Leute habe ich über See kennengelernt. Eigentlich total cool. Ja, absolut. In der Zeit, wo ich damals Ragnarok Online gespielt hatte, war ich auch in der Gilde. Da waren welche aus Großbritannien, aus USA, Neuseeland, Australien. Mein Bruder und ich aus Deutschland. War ultra lustig. Besonders, wenn wir dann irgendwelche Events geplant haben. Wenn man dann immer die ganze Zeitzone irgendwie beachten musste. Raiden ist ein bisschen kompliziert wegen Zeitverschiebung, ja. Ja, das kenne ich auch noch zu gut. Was soll denn jetzt dieser blöde Schlüssel sein? Da oben! Oh Mann. Okay. Verrückt. Ja, aber das kann ich mir gut vorstellen, dass das Raiden dann ein bisschen schwierig wird. Oh Gott, noch weiter. Ultra lieb von denen. Aber was voll lieb von denen ist, sehr gute Freunde, die ich letzten Jahre besucht habe, deren Gilde macht jetzt ab und zu Sonntagmittag, Ortszeit bei denen, extra Raids für mich, damit ich, ach, das ist ja cool. Das heißt, die haben extra noch so ein Sonderraid für dich, damit du da mitmachen kannst. Wie cool. Oder sie öfter ihren Rollenspiel-Taverne ein paar Stunden extra, damit ich auch kommen kann. Oh, das ist ja super cool. Oh. Ja, ich weiß noch, wir hatten damals mit unserer Ragnarok-Gilde mal so einen Trinkabend gemacht. Also für uns in Deutschland war es ein Trinkabend. Keine Ahnung, war so 17, 18 Uhr, wo wir angefangen haben. Dementsprechend früh war es in Australien, Neuseeland, in Amerika war es irgendwie mittags oder so. Ultra lustig. So, was haben wir hier? Oh, schlimmer. Ja, die nutze ich aber nicht, ne? So, wir haben Fähigkeiten. Die klöppel ich mal hier rein. So. Und dann haben wir immer noch eine Sache hier. Die ist unten. Da unten. Okay, warum das jetzt so weit unten ist, keine Ahnung.
Ist runtergefallen? Noch weiter unten. Ich glaube, hier unten wird irgendwo ein Eingang sein, ne? Ja, sieht ganz so aus. Jupp und die haben eh schon 2 bis 3 Mal die Woche Static Raid auf Progress. Ach krass. Aber das macht, glaube ich, so Spiele-Communities wirklich aus, dass das so... Wenn du an die richtigen Leute gerätst, da können ultra coole Freundschaften entstehen. Ja, so viel zu gemeinsam, Lusche. Zur Hölle. Ich frag mich gerade, wo ich da reinkomme. Machen wir das Ganze doch alle so. Wir schaffen das! Di-di-di-di-di-di-di-di-di. Okay, Leute, ich mache mal ganz kurz eine Pause. Ich bin gleich wieder da.